Servus zusammen, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Wir hatten so eine Idee. Die Idee war prinzipiell sehr cool. Dann gibt es auch Probleme bei der Idee. Jetzt sind wir wieder beim Lösen des Problems. Wir haben ja da in der Mitte den Punkt. Ihr habt ja beim letzten Video gesehen, dass das mit dem Kran vorne und hinten nicht gereicht hat. Und was hat die Dekadenz des Hauses Holzkunst Scholz gemacht? Richtig. Wir haben uns einen 50-Tonnen-Kran bestellt. Was soll ich nach da gucken? Wegen der Sonne. Sebastian gibt hier Hieroglyphen. Das ist einer von den Village People. Wir haben einen 50-Tonnen-Kran bestellt von MaxiCraft, weil Gerdi das leider nicht schafft von der Länge her. Eigentlich hat er den längsten, aber diesmal nicht. Und wir haben eine Figur gesägt, wo ich mir denke, eigentlich ist es ganz schön dämlich. Wie siehst du das? Das sieht verdammt gut aus, aber die Idee, den da drauf zu stellen, ich habe es gestern Ron erzählt, der sagt, ja. Aber du weißt schon, dass du einen an der Klatsche hast. Wir haben einen großen Krug geschnitzt. Ich frage mich manchmal, warum Leute sich da noch wundern. Das hat er ja gesagt. Ich sage, ich wundere mich über gar nicht mehr. Ja. Ich sage, warte ab, die Zeiten kommen wieder. Wir machen Folgendes, also wir packen den jetzt da drauf. Wir haben das Stahlgestell, das haben wir noch nie gezeigt, oder? Das können wir mal zeigen. Die Platte ist ein bisschen verzogen, also das ist der Fuß für die Mitte. Ja, die Platte ist ein bisschen verzogen beim Anschweißen. Ey, aber komm, scheiß doch drauf. Also das sind keine Sachen, die mich stören. Wir müssen jetzt versuchen, da ordentlich ein paar Löcher reinzukriegen. Und ich denke tatsächlich wäre es am entspanntesten, wenn wir den, ja tatsächlich müssen wir den mittig draufstellen, dann unterkeilen wir den hier und dann ist es auch cool. Also jetzt keine dramatischen Sachen, wo ich sage, Ja, das kommt in die Mitte, stellen wir dann da oben rein. Wie hoch ist das Ding? Ja, 7,50 Meter. Plus die ungefähr 2 Meter. Plus 3 Meter von dem Holz, plus 10 Meter, plus die 3 Meter, die es aussteht, wir stehen auf 13 Meter ungefähr. Entspannt. Ich hätte gerne ein Bild heute Abend, wie ich bei dem Hut auf der Schulter sitze und dann so mache. Das wäre eigentlich mein Wunsch. Also ziehe Tagesaufgabe auf den Freitag. Entweder man stirbt auf dem Freitag oder man stirbt nicht. Ja, ich hoffe, ihr habt das mittlerweile alle gecheckt, dass wir 3 Videos die Woche machen, ja? Also, das ist jetzt, also ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Ich weiß ja nicht, wann das Video kommt, aber damit ihr Bescheid wisst. Ich war bei Tante Wirt einkaufen und habe einen Stufenbohrer geholt. Nehmen wir mal an, der hatte ungefähr 70 im Durchmesser, oder? 1,20 Meter, hier ist 60, also sagen wir mal 30, roundabout. Oh, du Mädchen. Ein Holzbauer würde mit Metall machen. Naja, man kann schon mal reingucken, wa? Scheiße. Nein oder so? Bitte? So. Also es hat funktioniert. Und eigentlich tatsächlich ein bisschen besser, als ich erwartet hätte. So. Loch Nummer 1 von... Wie viel machen wir das Ding oben fest? 4. Ja. Ich habe von Carsten Anweisungen erhalten. Also entweder ja, machst du es langsam, ohne zu kühlen, oder aber du kühlst mal schnell und ja. Kühlt er aus. Ist er aber, kleiner Bohrer? Was sagst du noch? Ich wollte mich mal mit einem. Nee, entweder schnell und kühlen. Oder langsam und nicht kühlen. Was denn du, ihr Klugscheißer? Wir sind keine Klugscheißer. Ich hab mich am Arsch lecken. Das ist eine Zentimeter Stahlplattekeule. Ja. Das ist verbaut hier bei eurem deutschen Traktor ja nicht.
Denn wir sind Trucker und das ein Leben lang. So. Wollen wir das mal sagen, was der Scheiß jetzt kostet? 1 Million Euro netto. Plus Spesen vom Fahrer von 80 Euro. Metalltempo? Diese Aktion, die wir gerade reißen, echt teuer alle. Immer. Der fährt aber auch, als gibt's kein Morgen, hä? Der Sport ist geil, Lust einen zu heben, steht hinten drauf. Stopp! Weiter loben lassen. Ist doch kein 50 Tonnen dran. 120. Weil wir es eben drauf haben. Ich kann auch nicht sagen, ob das mit dem Schnitzen hier unten so eine gute Idee ist. Aber ich denke, für unsere Anbewohner in Brodewitz ist das genau das Richtige! Nee. Tief? Sebastian, hier kannst du endlich dein Schwimmabzeichen machen. Aber bei dir kann sein, dass der Arschloch der höchste Punkt ist. Dick fest machen. 50 Zentimeter? Wahnsinn. Ab geht's, 3 Tage war. Kann das sein, dass es vielleicht doch ein Stück zu groß wird? So, los jetzt. Das ist ein geiles Bild, wie das durchschwenkt. Dabei unsere Werbung? Ja, die Vorräte sind dabei. So eine Farbe! Ich hab keine Ahnung. Warum hast du nicht die 4 Außenpunkte noch? Kann ich dir sagen. Weißt du warum? Weil die 4 Außenpunkte. Ich sehe gerade, dass es eng werden könnte. Guck mal hier. So. Da müssen wir. Ja, aber habe ich mir jetzt nicht mitgebracht. Das ist geil. Das ist Bewährung drin. War gute Wurst. Ja, wunderbar, Basti. Das war eine Sau, das war eine Sau dumme Idee. Das ist eine dämliche Idee. Wollt ihr den Finger? Ja, ja, dann musst du den nicht drauf lernen, oder? Oh, ha. Und wenn der kommt, dann kommt der auf mich geklappt, aber. Und ich will. Oh mein Gott, macht gut. Das war's mit Quincy.
Aber das Problem ist, ich krieg den nicht abgeschossen. Der ist zu schwer. Soll ich mal sagen, das ist das größte Problem hier am Glück. Mit dem Hut? Ja. Ja, ich weiß. Das größte Problem ist dann von unten zu draußen, ja. Nee, das sehe ich noch nicht. Schön zu bitte. Gut, den Apfel. Oh nö, nochmal richtig schön hier. Genau, entschuldige. Hier, Bolvin, drück mal an hier, das Scheißding. Wir müssen danach ein Rohr holen, Verlängerung zum. Hast du den Garten die angezogen? Na, du warst jetzt drauf, lass das locker hier rappeln. Heute in einer neuen Folge Holzkunst Scholz. Kolosseum. Haben sie gesagt. Bau in groß, haben sie gesagt. So, ihr seid heute dabei, live, wie wir den Rahmen rundherum bauen. Jetzt schneidet sie hier. Jetzt schneide ich hier mit dem Winkel. Wie sieht denn das drüben aus? Gut. Na ja? Perfekt. Kannst du keinen anderen machen lassen? Ehrlich? Das ist übrigens BG-sicherheitskonform. Ich will nicht stören. Wir nehmen euch heute mit, wie wir ablassen. Perfekt. Wir nehmen euch heute mit, wie wir. Nee, nicht gut. Das schicken wir mal ran, oder? So geht aus. Ja, damit kann man gar nicht leben. Halle. Wir zeigen euch heute, wie wir das Kolosseum weiterbauen, werden das aber nur ein Stück weit mit so normal, also bewegend begleiten, sondern meistens wird nur der GoPro basieren, weil das ein ganzes Tagesprojekt ist. Wir haben euch gesagt, wir machen heute so lange, bis das fertig ist. Hast du Sinn? Nein. Was ist denn mit dem Steak aus der Stadt? Hast du Steak? Hä, der hat 10 Weihnachten. Seit Weihnachten. Seit Weihnachten? Wir haben übrigens, wir haben andere Pflanzen gestern. Immer haben wir euch getauscht, warum wir Weihnachten. Gerti, ja, bevor wir dann da rüber wechseln, müssen wir dann. Wir gehen ja da dann auch noch rüber, wa? Ja. Ja. Ansonsten. Junge, passt du jetzt in 174 rein? Du müsstest mal was essen. Wir machen die GoPro an. Thorsten ist nicht so gut drauf, der muss jetzt schon mehrmals in die Richtung laufen. Aber manchmal ist es wie es ist. Ich bin ja der Tobe, der hier oben stehen muss, wa? Also. Ja, genau. Es ist nicht besser mit einer 661 auf einer Rüstung mit Tritt. Das ist nicht unbedingt clever. Aber liegt der jetzt so, wie er da liegt? Der liegt jetzt gut. Dann schneide ich hier nochmal nach. Aber ansonsten geht das ganz gut. Oh. Also Robert, hey. Ich weiß nicht, was deine Frau dazu sagen wird, aber mit den Spänen der Socken kommst du hier nicht rein, das reicht. Mensch, ich muss die Socken draußen stehen lassen. Ich mach das wirklich, wo. Na, weißt du, wie das aussieht, wenn ich die Schuhe aufmache? Sebastian, ist bei dir auch schon so? Die Socken bleiben draußen, mein Freund. Musst du dich mal durchsetzen. Der liegt auf der Linie, ich trete jetzt aber nicht ran. Na, Gerti, hängt er gerade an? Ich bin fertig. Mit der 661, na klar. Bitte,
Ihr müsst das da hinziehen, wie ihr es hinhaben wollt, Männer. Und denkt dran, wenn der Himmel voller hängt, hier krümmt sich nicht ein einziges Sacker. Absetzen. Warte mal, oder wir können den nachher nochmal anheben, dann müssen wir das runterlegen. Nee, du musst das. Wir? Oh, Leute! Komm! Jetzt weiß ich auch, worum es in Venedig eintritt. Ihr macht gerne mit. Das ist meine erste Filmerfahrung. Echt? Oh, und wie geht's dir dabei? Also, was haben sie mit deinen Haaren gemacht, Junge? Du siehst aus wie Jimmy Klitschi. Also, das ist so, erinnert mich so an frühe 90er mit dem Pilzschnitt. Was ist da los, Alter? Ich weiß nicht, ich muss das ja nie sehen, weißt du? Du warst schon lange nicht bei einem Friseur, oder? Ach, das war's, ja. Ah, oder machst du jetzt dann auf Beetle-Double? Was? Aber wir haben jetzt 23:30. Nee, 12:30. Wir haben jetzt die Hälfte geschafft aktuell. Nee, da kommt die Hälfte. Was? Da kommt die Hälfte. Da kommt gerade die Hälfte angeflogen. Also es ist doch sehr, sehr zeitintensiv. Da hinten den Torbogen kann ja McFly nachher mal ordentlich filmen. Nicht wie wir Laien das immer machen. Aber ist schon, was sagst denn du? Also der Torbogen, der sticht nochmal schön raus, wa? So. Wir haben überlegt, das könnte wahrscheinlich nicht reichen, wenn wir da ein Podest aus Holz bauen. Ich werde mal Olli fragen, der hat Beton. Ob der vielleicht Lust hat, mal was Cooles zu machen. Haha, ja, siehst du. Ich könnte mir das gut vorstellen. Aber wir wollen ja nicht schräge gießen. Na, das geht doch aber. Sie ist so lang. Du musst mindestens 7 Meter lang sein. Ja, aber Beton gleicht sich ja aus. Aber Beton ist doch, aber... Da wird doch irgendwie eine Bereitschaft haben, der eine schräge gießen kann. Ach so, ja, stimmt. Ey, die wollen mir das doch nicht erzählen. Die können doch Treppen gießen. Erste Füllung mit der 6,61er noch. Gab die ganze mal ein Stück ablassen noch? Ablassen kann ich schicken noch? Weil der ist die. Ach, mit dir ist die Hälfte. Ach, hier ist die Hälfte. Ich sehe schon die blöden Kommentare, oder? Da müsst ihr einen Strick dran machen. Haben wir alles gehabt, die Arschkrampen funktioniert nicht besser. Was steht dran? 2,5er. Noch ein? Damit kann ich leben. Wir haben ja gesagt, wir machen so einen Vergleich Milwaukee gegen Dewald. Das ist immer noch der erste Akku. Und 320er Schrauben, 8x320. Teilweise 2, teilweise 3. Würde ich jetzt mal frech sagen, geht in Ordnung. Stopp! Mama, hast du dir das eigentlich gut überlegt? Was meinst du jetzt? Na, so alles. Na klar. Hi. Ja, ganz! Hi! Also tatsächlich, Robert, um deine Frage mal zu beantworten,
vielleicht nicht alle Punkte. Weil, wenn man es so sieht, ist schon heftig. Na, ich habe mir vielleicht nicht alle Punkte gut überlegt. Welche denn? Genau das wollte ich hören. So, jetzt! Komm, noch 3 cm! Oh, nicht getroffen. Komm, nochmal! Jawohl, da hin! Sebastian Thorsten hatte eine Idee. Und zwar hat er gesagt, weil das ja ein Kolosseum ist, bräuchte man ja auch eine Tribüne und Sitzfläche. Also wenn wir das aufstocken würden, hat er gesagt, wäre es ja auch nicht so schlecht. Die Idee fand ich prinzipiell sehr gut. Ist hier draußen noch mal ein Dings? Sind wir das hast? Und innen drinnen eine Nahkampfarena. Genau. Und die Löwen und so. Ist das die Seele, die verloren hat? Ja. Oh, ich bin wieder happy. Ich glaube, man sieht's. Jan, hallo! Thorsten, haben wir eine Leiter? Da sind bloß 750, da spring ich. Wir haben es geschafft, Kolosseum steht jetzt in den groben Zügen. Wir haben jetzt die Reme drauf, wir haben Vollgas gegeben den ganzen Tag. Ich bin tatsächlich sehr, sehr zufrieden. Vielen Dank an meinen Carsten, der zieht immer mit. Vielen Dank an mein komplettes Team, die ziehen natürlich auch immer mit. Fällt das mal an, bitte. Ich brauche noch ein Bild nachher. Hey, kommst du mit hoch? Nein. Ich will noch ein Bild davon haben. Ansonsten... Ja, ich freue mich. Also jetzt nur noch Haken rein, also circa 400 Haken rein. Wird nicht reichen. Ich freue mich. Oder 40 mal 4 sind 160 Meter, wa? 160 Meter, also durch einen Meter. Also brauchen wir 160 Haken. Sagen wir mal 200 Haken. Roundabout. Ja, damit es schön zuwächst. Ja. 400, nee, 203. Egal, wir haben jetzt unser Projekt hier erstmal in der Hinsicht
abgeschlossen für die nächsten 4-5 Wochen, denke ich. Danach greifen wir wieder an, aber erstmal ist dann, müssen wir mal gucken, wie das zeitlich machbar ist. Ich bin sehr happy. Ich glaube, man sieht es vielleicht nicht gut im Video, aber ich glaube, wir haben es übertrieben. Ansonsten, Sebastian, sag du doch mal was dazu. Wie findest du, Carsten, seine Idee mit der Empore hinten und den... Ganz hervorragend. Ganz hervorragend. 20, Jan, was sagst denn du dazu? Aber 2024 dann, ja? Hi. Nicht mehr, nicht mehr vorm Herbstfest. Ja doch, wollte nur gerne. Okay, gut. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin happy. Ich freue mich, dass das hier so Form und Farbe annimmt. Ich kann mir vorstellen, wie das später aussieht. Ich hoffe, ihr langsam auch. Vielleicht kommt ja noch die ein oder andere Figur da oben drauf, so ein bisschen zu impulsant dazustehen. Und wir müssen für die Rampe, glaube ich, Olli ins Boot holen, weil ich glaube, aus Holz wird das nicht. Oder? Doch, wenn wir Eigenstufen nehmen, abtreffen und dann schön. Meinst du? Nee, das wird zu teuer, das ist komplett ja. Meinst du? Nein, wir werden sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir machen jetzt Feiern. So, gleich so. Bald, nachdem wir aufgeräumt haben. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag da draußen. Passt auf euch auf. Vielen Dank fürs Abonnieren und bis später.